Ja, es war so, dass ich vor drei Jahren hier dieses Gelände gesehen habe und es war leer. Und da habe ich gesagt, man kann mal ein tolles Gartenprojekt machen. Da habe ich meine Beete hier hingestellt und habe angefangen zu gärtnern. Und da hier freie Künstlerszene auf dem Kreativquartier herrscht, wurde ich angenommen und dann hat mich keiner verjagt, sagen wir mal so. Und da habe ich jetzt einen ganz tollen, nach meinen Vorstellungen, super Garten aufgebaut. Das wichtigste Projekt im Garten ist meiner Ansicht nach dieses Energiepflanzenprojekt, denn Energiepflanzen, da braucht man eine Energiepflanze, die so schnell viel wächst, so stark wächst, dass man eben die Biomasse, dass sich das lohnt anzubauen. Und da kommt praktisch nur eine Pflanze in Frage, das wäre dieses Arundodonax, dieses Trockenriesenschilf. Das wächst im Mittelmeergebiet ganzjährig, im Freien, ist praktisch ein unausrottbares Unkraut, weil jedes Rhizom sich eine neue Pflanze macht. Aber hier macht es eine Winterpause, aber wenn man das im Gewächshaus anbaut, es wächst unheimlich schnell, dann könnte man daraus eine Unmenge an Biomasse erzeugen. Und Biomasse hat den Vorteil, dass sie speicherbar ist und zu Biogas vergärt, kann es in einem Gasmotor, in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen. Und damit haben wir eigentlich die Lücke, die Energiewende hat, füllen. Und das wäre praktisch das wichtigste Zukunftsprojekt für die Energiewende. Unter anderem habe ich dann eine große Steinsammlung aus Isarkiesel, weil hier in den ganzen Baugebieten gibt es riesige Gruben und ganz München steht ja auf Isarkiesel und habe ich viele Isarkiesel gesammelt, denn Isarkiesel ist praktisch das Markenzeichen von Bayern. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Und bekomme 409 Euro im Monat zum Leben und die Wohnung wird bezahlt. Also insgesamt kriege ich 899 Euro vom Sozialamt. Das Interessante bei mir ist, dass ich herausgefunden habe, dass diese Einwilligungserklärung, die man uns immer wieder vorlegt, alle halbe Jahre, dass, die muss man immer unterschreiben. Die sagen, weil wenn ich es nicht unterschreibe, dann kann ich gekürzt werden. Dann habe ich bei Verdi nachgefragt und da ist es genau das Gegenteil, ist die Wahrheit. Man kann das Lebensminimum nicht kürzen. Das darf man nicht, das ist nicht rechtens. Sie behaupten, wenn ich es nicht unterschreibe, dann kann ich gekürzt werden. In Wirklichkeit ist es so, wenn ich unterschreibe, nur dann kann ich gekürzt werden, rechtens. Ich habe versucht, viele Leute davon zu überzeugen, wie das gerichtlich ist, aber sie können einfach nicht fassen, dass der Staat die Leute bewusst belügt. Und das glauben sie mir einfach nicht. Das kann nicht sein, der Staat ist doch brav. Und der ist ja halt nicht brav.